Meine lieben Gespensterfreunde, guten Tag. Schaut euch mal den Gang an. Das sieht alles andere als einladend aus und ich... Ihr braucht aber keine Angst haben, Freund. Ich bin bei euch und da kann nicht viel passieren. Seht mal, der Kadett hat den Notstromgenerator gefunden. Sucht nach einem Schalter oder sowas, um ihn anzuwerfen. Wie sieht er aus? Vermutlich wie ein Schalter oder wie etwas, das einen Generator anwerfen würde. Aber hier ist eine ganze Menge Wasser. Alles klar, Egan, aber du sollst wissen, dass ich Notizen mache. Was habe ich denn gesagt? Hier ist viel Wasser auf dem Boden. Achte auf statische Entladungen, wenn du den Generator aktivierst. Du meinst, er könnte geschmort werden, sobald der Strom wieder da ist? Das ist richtig, Vincent. Minimale Chance. Wie minimale Chance? Hier, guck die ganze Scheiße doch mal an, da. Das ist Interagieren. Wir interagieren mal. Okay, das war ein gutes Interagieren. Was? Hier alles Wasser und Strom. Ich finde, das ist nicht die beste Idee, die ihr je hattet, Freunde. Okay. Da. Sieht aus wie Schalter. Ich interagiere. Aber komme ich dann wieder zurück, Freunde? Ah, süße Musik. Oh oh. Ich würde raten, nicht ins Wasser zu treten. Hört sich nach einer exzellenten Empfehlung an. Offenbar verursacht das Stromkabel all den Ärger. Dann hol es aus dem Wasser raus. Der Stromkabel. Wo ist der Stromkabel? Ich weiß nur so viel. Bis das Kabel aus dem Wasser ist, sitzen wir hier unten wie Ratten fest. Wie wäre es mit dem Schleimschnapper? Ja, das probiere ich gerade. Schleimschnapper. Hier, pass mal auf. Zim. Zam. Okay. Wasser schon. Und das Wasser schon, oder? Komm wieder raus. Interagieren. Na los, Kumpel. Die Aufzüge sollten jetzt funktionieren. Es sei denn etwas... Egal. Gehen wir in die Lobby zurück. Das ist egal. Hätte ich ganz gerne ein bisschen konkreter. Igor, bitte. Igor, das ist... Ah, die Ratten lassen wir leben. Moment mal. Was ist das für ein Geruch? Hier drüben. Los. Pass auf. Das ist die Spätschicht. Okay. Ja, aber das sind nur die Helfer. Und was sind wir? Okay, ich glaube, ich mache ihn mal ganz kurz. Ich wollte doch gerade. Kollegen. Typen. Das ist der massenvergifter okay. Chefkoch de Forest. Chefkoch de Forest. Niemand isst hier drin was. Auch wenn ihr echt hungrig seid. Okay. Ich verschluck gleich meine eigene Zunge, Ray. Ist das in Ordnung? Okay, die müssen erstmal dicht machen, die Dinger. Das ist voll wichtig. Der Chefkochvergifter. Chefkoch. Wo ist er? Pass auf! Über dir! Ja, über mir, verdammt. Okay, wo hat einer eine Falle, Freunde? Ha. Ihr seid ja Profis. Wo sind denn eure Fallen? Falle, Falle! Ja, bis Pittsburgh zu spüren. Ja, bis Pittsburgh. Da ist die Falle. Okay, seh sie. Komm, Alter! Geh die Falle! Okay, den hätten wir. Entlüften. Haben wir uns den nächsten noch? Wo ist der nächste? Das war nicht nett. Wie nicht nett. Pass mal auf, ich habe ja gerade einen Geist gefangen. Ich kann doch nicht auf alles achten. Wo ist er? Über dir. Ja, über mir. Seid ihr links, rechts hier. Ihr könnt immer entscheiden hier, Freunde. Da fliegen die Töpfe durch die Gegend. Das ist ja ganz süß. Das ist ja Dramatik vom Allerfeinsten. Das bedeutet Freunde. Ärger. Wie Ärger? Ich bin jetzt immer Ärger, immer Kollege. Oh. Deckung suchen. Deckung suchen. Ja, du bist der Vergifterkoch. Das ist ja schrecklich. Du bist ja du hast mich getroffen. Oh, wie? Ja, ich habe dich getroffen. Guck, was hier los ist. Verdammte Scheiße. Entlüften. Boah, der hat mir eine Mülltonne an den Kopf geschlagen. Du dumme Sau, ich glaube, ich hab's. Pass auf, über dir. Ja, über mir. Vorsicht. Boah, der hat mir schon wieder einen Kopf. Diesmal, okay, eben was die Mülltonne. Ich seh dich, Kasper. Okay. Das Ding ist nicht allein. Ja, nicht allein, hier ist alles voller. Also. Okay, wir müssen mal ganz kurz hier... Ja, fast geschafft. Wir müssen mal ganz kurz hier das Ding dicht machen, weil sonst kommen da immer neue. Ja, das ist eine coole Sache. So, pass mal auf, hier, zim, zam, zim. Oh. Verdammter Frittenschmied hier. Gib ihm volle Kanne. Ja, volle Kanne hier. Kriegst du volle Kanne. Ja, von so einem Frittenschmied hier keinen Kochtopf an die Rübe schmeißen. Wo sind wir denn hier? Wo kommen wir denn da hin? Was? Oh, Freunde, hilft mir. Okay, hier, der Koch ist... Das war bis Pittsburgh. Ja, bis Pittsburgh. Okay, Koch, komm. Ja, jetzt schön rein da. Wunderbar. Alrighty, aber noch so ein Penner hier.
Alter, hast du mir gerade einen Kochtopf an... Links von dir. Danke, das war... Der gehört mir. Ja, mir nicht mehr. Ich bin... Über dir. Über mir. Sie kommen. Über dir. Halt ihn fest. Okay, noch einer, noch einer, noch einer, noch einer. Komm, bum, 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 bum. Oh, fuck. Sieh nach hinten. Was schmeißt der Typ denn da? Alter, deine Fischstäbchen ganze Balken. Das ist unglaublich, diese verdammten Köche. Oh, mein Privatkoch, den müsste ich auch letztens feuern, ne? Meine Backfischstäbchen nicht. Okay, wo ist die, wo ist die, wo ist die Falle? Wo ist die Falle, wo ist die Falle, Freunde? Krieg nicht die Wand, krieg die, ne? Ich krieg ihn auch hier. Oh, hier. Ey, komm her, komm her, komm her, komm her. So, jetzt rein, 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 rein. Alles klar, die Küche ist sauber. Küche zurück ist sauber. Zu den Aufzügen. Ja, okay, Winston. Gut, dass du deine Falle klar gemacht hast. Das ist... Gibt's hier kein Artefakt, Freunde? Können wir denn schon wieder was kaufen? Naja, wir haben verkackte 7000, damit können wir nicht viel kaufen. Hm. Krieg ich jetzt wirklich noch eine Pommes? Wahrscheinlich eher nicht, ne? Ich hab voll Hunger. Also Pommes ist so, ich voll Bock drauf. Okay. Freunde, wo denn jetzt hin? Was ist das hier? No? Korrekt. Ah, Rückenkunde wahrscheinlich, ne? Aha. Was sind das? Wer hat denn hier eigentlich gestrichen, Freunde? Hey, pass auf! Wie pass auf? Mr. Krabs, wie pass auf? Kommt jetzt hier raus, oder was? Interagier. Mal da durch. Gott sei Dank, ihr seid hier. Ja, ja. Okay, anscheinend ist die Psychomasse 65 Meter über unseren Köpfen zur Ruhe gekommen. Die 13. Etage. Dieses Hotel hat keine 13. Etage. Machen wir. Keins der alten Grand Hotels hat eine. Da hat der Mann ein gutes Argument. Wir teilen uns einfach auf. Egan, du und der Neuling, ihr geht in die 12. Etage. Winston und ich sehen uns die 14. an. Sir, würden Sie bitte mit uns kommen? Gut, aber wir bleiben in Kontakt. Dieser Ort ist außerordentlich gefährlich. Hier gab's ein Artefakt. Hier gibt's irgendwo gibt's ein Artefakt. Freund, ich will erst das. Vorher gehe ich hier nicht weg. Ich gehe nicht weg, bevor ich nicht mein Artefakt habe. Hä? Wie komme ich näher? Komme ich näher? Ich glaube, ich habe im Hotel schon eins verpasst, ne? Ich will jetzt unbedingt mein Artefakt haben, Freunde, ne? Da besteht. Oh, da wird es schön stark. Oh. Okay. Hier lang. Nein, ich will jetzt mein Artefakt suchen, Alter. Ich muss. Gleich beim Rennen denke ich wieder, du Idiot, du bist voll dran vorbeigelaufen. Oh, da war's, da war's, was? Ach, das ist nur verdammter Schleim, das ist verdammte Kacke. Hey, Kadett! Nein, ich will mein Artefakt! Ich glaube, ich finde das nicht, Freunde. Ich glaube, ich finde das nicht. Jetzt kommen wir da mal durch. Los! Halt die Fresse jetzt, ich muss hier suchen. Das ist hier irgendwo hinter der Theke, aber da komme ich nicht hin. Ja, ich komme nicht hin. Ja, ja, okay. Okay, okay. Dann rennen wir mal ein bisschen. Wir wollen so guten Willen zeigen, ne? Kriegen wir schon den schlechten. Gute Initiative, aber der falsche Plan. Alter, Artefakt ist nie der falsche Plan, das ist Kohle. Wenn ihr mich nicht mit Geld ausstattet... Was auf der 12. Etage ist. Okay, wir sollen uns mit Egon oder was? No smoking, Cedric. Okay. Hm. Alright. Aufzüge funktionieren. Bildschirm wird dunkel. Jetzt wird er schwarz. Und jetzt geht's weiter, hoffe ich doch mal. Hm. Egon, was hast du vorhin über den Mandala-Knoten gesagt? Du meinst, warum wir dauernd neue Geister sehen? Ja. Okay. Denk dir das Mandala wie eine Buslinie der Stadt.
An den Haltestellen werden Geister oder wartende Passagiere in das System gezogen und dort festgehalten. So konzentriert sich ihre PK-Energie, die daraufhin zum nächsten Knoten oder zur nächsten Haltestelle weitergeleitet wird und so weiter bis zur Endstation. Bei jeder einzelnen Haltestelle absorbiert der Stationsmanager einen Teil der Energie. Das stärkt ihn, den Knotenwächter, sodass er die Geister unter Kontrolle halten und jeden vernichten kann, der zur Haltestelle kommt, um den Fluss zu stören. Diese Knoten oder Haltestellen sammeln die verwendete Energie, um einen zentralen Punkt zu speisen und bedrohen somit unsere Welt noch viel stärker. Ergibt das jetzt alles mehr Sinn? TGTG, total gefangene Transportgesellschaft. Ja, alles war ziemlich gut erklärt, bis die Passagiere in der Haltestelle gefangen wurden. Wann ist mein Leistungsgespräch nochmal? Ich verdiene mehr Aktienoptionen. Oh, junge Dame, Sie sind voller Überraschungen. Nach Ihnen, meine Liebe. Also, es war ziemlich furchterregend. Seid extrem vorsichtig, das ist wahrscheinlich ein gefährlicher Konzentrationspunkt. Übrigens, meine lieben Leute, das, was der gute Egon da gerade alles erzählt hat, ne? Das frage ich in der nächsten oder übernächsten Folge ab. Wir schreiben einen Test und dann, ne? Ne, also, wer es nicht richtig verstanden hat, der möge nochmal zurückspulen, ne, denn ich, ne? Merkwürdig. Es kommt von überall und nirgends. Unmöglich, eine genaue Position auszumachen. Klassen dabei. Ray, bitte melden. Bist du da? Ray? Egon, was ist los? Wir hatten dich eine Minute lang verloren. Wir hatten einen Kontakt. Ich habe weitere Informationen zu dem Spinnenhexengeist. Der Manager sagt, die Behörden hätten sie nie gefunden, aber... Die Leichen hingen von der Decke. Ihr Blut war ausgesaugt und sie waren herumgeschleppt worden. Er sagt, man fand die Opfer in ziemlich üblem Zustand. Die Wände waren mit Blut bedeckt. Die Möbel waren halb zernagt, zertrümmert und in einer Ecke wie zu einem riesigen Nest aufgestapelt. Sie scheint den Raum auch ziemlich übel verwüstet zu haben. Ich will nicht von der Decke hängen und Blut ausgesaugt bekommen. Ich auch nicht. Ich sage dir nur so viel. Ich will nicht in schlechtem Zustand oder vandalisiert gefunden werden. Ich glaube, da sind wir einer Meinung. Lasst uns weitergehen. Ray, bitte kommen. Ja? Was ist los? Wie lautete die Zimmernummer der Spinnenhexe? 1221. Nach ihrem Amoklauf wurde der Raum versiegelt, bis wir vor 5 Jahren renoviert haben. Hörst du das? Zimmer 1221. Ich glaube, dass... Hey! Mach einen Scan, mal sehen, was du findest. Ja, vor allem, wie ich jetzt mal ein Artefakt finde. 1221. Wieso läutet das hier... Alter, du stehst ein bisschen dumm im Weg. Okay. Warum läutet das hier blau, wenn ich da nichts machen kann? Liegen? Koffer? Okay, dann gehen wir mal weiter. Oh, ich glaube, ich habe ja schon so viele... Jetzt, ne, hier ist das wieder weg. Also hier muss das Artefakt irgendwo sein. Blau, 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 blau. Koffer. Na los! Die hetzen immer so. Aber ich find's nicht. Tut mir leid, Freunde, ich find das nicht. Na gut, dann gehen wir jetzt hier mal lang und scannen weiter. Oh, begrüßt unsere Besucher! Schnell, scan das für die Datenbank. Scannen, ich soll immer nur scannen. Scan. Ach du grüne Scheiße, wo sind wir denn hier gelandet? Das ist ja echt das... Wo müssen wir jetzt hin? Hier? Ach Gott, oh Gott, Freunde, guckt euch mal den Scheiß an hier. Was war das? 1221? Ich kann da gar nichts sehen. Ein bisschen freischießen. Komm ich da durch? Das sind doch nur Spinnenweben, Freunde. Oh, was, guten Tag. Okay. Irgend? Okay, 1221. Boah, da sind diese Viecher drin. Mehrere Kontakte.
Der Vorsitzende schickt die kleinen Geister zu mir. Sie lieben mich. Sie machen mich stark. Ja. Okay. Der Boden durchläuft eine signifikante Metamorphose. Die Geisterwelt dringt aggressiv in unsere ein. Sie verwendet noch nicht mal ein Portal. Das ist äußerst übel. Äußerst übel. Liebe Leute, das ist äußerst übel. Ich bin auch ganz schwer schockiert. Ihr seht es mir wahrscheinlich an. Geh du, du Wand, du. Meine Knöchel? Du meine Güte, wir kennen uns doch kaum. Nein, ich... Ja, was ist mit... Was sind sie? Was sind sie? Nein, Hilfe! Hilfe? Was mit seinen Knöcheln? Nein, bitte! Ah! Ich kann nichts machen. Hegen? Die Geisterwelt bricht durch. Es passiert früher, als wir gedacht hatten. Ja, das kommt vor. Es scheint, als würde sich der Knoten hier konzentrieren. Wir könnten Hilfe brauchen. Okay. Ray, bist du da? Bitte melden, Ray. Anscheinend sind wir jetzt gefragt. Dann suchen wir mal 1221 und beenden das. 1221. Hm. Hey, Leute. 1221. Habt ihr wohl eine Macke? Habt ihr den Scheiß gesehen da? Jetzt geh ich doch nicht rein. So, wir können jetzt mal gucken hier im Besitz. 10.000, wir haben nur 8.000. Im Besitz, 18.000. Hm, 10.000, Besitz. Wir besitzen alles. Außer das letzte. Was ist das? Da, das müssen wir noch haben. Kriegen wir hin in der nächsten Folge, liebe Leute. In diesem Sinne, ab in die Rinne, Freunde. Haltet euch verkehrt, ciao, ciao, sagt euer Spinnenjäger für 45. Versuch mal, ein Signal aufzufangen. Ja, genau, Signal.